Und weiter geht's direkt mit the other Mission for the Pigs. Ja, wir haben hier das letzte Mal gerade eben aufgehört und wir haben. Entschuldigung. Lass mich ra. Wir können sogar. Können wir nicht. Das ist kaputt. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte das Ding jetzt wieder wegbacken und mir ein neues holen. Moment. Ich sehe meinen Fehler. So ist besser. So sieht man wenigstens nichts mehr von den Monstern. Monster, tauche vor mir auf und ich werde dich nicht sehen. Okay, lass mir das. Komm. Aber ich trage das wieder einen Meter vor mir. Ich kann das wahrscheinlich noch. Was? Na komm. Na komm. Na komm. Was tut er da? Er will das Ding so weit wie möglich von sich wegtragen. So. 3 Meter. Hey, ist das cool. Jetzt versuchen wir irgendwo reinzukommen. So geil. Aha, war klar. So rum ist eigentlich, wäre eigentlich theoretisch unlogisch. Egal. Soll ich mich befreien? Nein, ich werde mich nicht beeilen. Okay. Doch, ich soll mich beeilen. Scheiße, schneller. Jetzt versucht reinzukommen. Nein, ich werde jetzt mal ganz kurz nicht deine Memento lesen. Lass mich erstmal eben. Wo muss ich denn der Tank rein? Da. Und jetzt? Schönes uraltes Auto, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Dreht durch mit der Kamera weg. What the? Fuck. Und da. Ernsthaft. Come on, Game. Egal, wir lesen erstmal. Eine schnelle Flucht. Oh, guter Herr, alles Guten und Heiligen. Ich muss fliehen mit diesem Behälter und seinen ekelhaften Inhalt schnappen und von diesem Ort entkommen, bevor diese Kreatur, dieser fast Mensch, zurückkehrt. Ich werde mich zur Kirche begeben, denn solch eine Abscheulichkeit kann mir bestimmt nicht auf den heiligen Boden folgen. Natürlich nicht, also. Kannst mir nicht folgen. This way, Papa. Come and see. Wo seid ihr denn? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Ich hätte es lieber in Spielen auf Friedhöfen rumzulaufen. Der Punkt ist. Ich gucke mich erstmal um. Ich brauche mich nicht mal umgucken. Ich gucke mich zwar um, aber. Oh, okay, vielleicht doch. Aber das ist abgeschlossen, wa? Das ist abgeschlossen und sagt mir. Such woanders. Oh. Oh, okay. Jetzt bin ich verwirrt. Oder ist das hier nur Deko? Ach so. Wow, ist das schön weiß dahinter. Ja. Okay, das heißt, ich brauche doch nicht. Hallo Schwein. Wer begräbt denn hier einen Schwein? Oh, das ist cool. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre eine Anekdote zu Amnesia 1. Der sah, ich habe gerade. Ach, schade. Schade, das hätte ich geil gefunden. Ich fand, der sah, sieht gerade fast so aus wie eins der Zombies aus Amnesia 1. Ist leider doch nicht so. Ich dachte, das wäre jetzt echt so eine Art Easter Egg auf Amnesia 1. Schade drum. Das wäre schön gewesen. Hätten sie ein Easter Egg draus gemacht. So von wegen, ah, oh, da ist ein Zombie wahrscheinlich. Also ein. Es ist ja kein Zombie, es ist ja ein gescheitertes Versuchsobjekt. Wie dem auch sei. Neues Gebiet. Vieh und Bibeln. Schweinchen, Schweinchen, die Augen himmelblau. Meine Liebe kommt zu mir, verkleidet als Frau. Wir hüpfen und wackeln, es ist ein Genuss. Dann fass ich ihr hinter ihren Schweinefuß. Und hinein zwischen ihre Porzellanschenkel? Was? Was? Erstmal ein fünfsilbiges Gedicht, also ein fünfsilbiger Reim ist Schwachsinn, weil dann alleine die letzte Zeile sich auf, also die letzte, der letzte Vers sich auf keinen Fall. Egal, vergesst es. So, hier kann das Schweinevieh angeblich nicht sein, aber. Ich hätte eigentlich mal warten sollen, obwohl, nein, das würde den Spaß am Spiel nehmen, glaube ich.
Ich werde so lange wie möglich versuchen, nicht zu sterben oder keins der Schweineviecher in Angesicht zu sehen, weil ich glaube, wir hätten jetzt wirklich so lange warten können, bis das Schweinevieh da rauskommt und hätten es dann gesehen und wären gestorben wahrscheinlich, aber das versuchen wir natürlich, wir versuchen natürlich dem Spiel treu zu bleiben. Ich mache es ja nicht so wie bei Custom Stories, wie in der Nähe Dark City, nicht so wie in Dark Descent, dass ich dann einfach, okay, dann sterbe ich und dann weg, sondern ich versuche so lange wie möglich zu überleben. 23. November 1899. Zwillingskerzen, die sich nach dem Willen des Zentralheiligen winden und biegen und ihr Licht in die Ecke der Kapelle werfen. Ich dachte, Vater Jeremiah, könnte ich das Geheimnis anvertrauen, aber er ist so wie all die anderen. Dafür ist er mir mit seinem Schäfchen in die Käfige gewandert. Er will zusammen mit ihnen in unsere neue Welt übertreten, sagt er. Wahrlich ein echter Schäfer. Ich verstehe die Story nicht. Ich bin noch nicht ganz da. Also, es gibt eine Fabrik, die irgendwie Produkte erstellt. Es gibt merkwürdige Schweinedinger. Es gibt einen Schäfer, der mit seinen Schweinchen sich genügt. Was auch immer. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht ganz. Treppe zum gleichen Raum. Okay. Nehme ich an. Nehme ich richtig an. Ich verstehe die Story noch nicht ganz. An sich suchen wir doch nur nach unseren Kindern. Oder sind unsere Kinder Schweine? Wenn die Lösung des ganzen Rätsels ist, unsere Kinder sind Schweine, ne? Grunz, grunz. Dann kriege ich aber zu viel. So, hier sind mir gerade ein paar zu viele Türen. Ich komme später wieder. Ja, hab ich mir gedacht. Okay, ich hätte da nicht reingehen sollen, weil jetzt ist die Musik da. Aber gut, warum gucke ich mich eigentlich um? Weil hier eine Notiz ist. Vater Jeremiahs Tagebuch, 1. Oktober 1899. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihr Leben bringen. Heute aber strömen sie von selbst zu uns. Der Wärme im Winter und von dem vom Mandus ausgegebenen Essen zu Dank. Wir haben Essen ausgegeben, weil wir sind ja Mandus. Ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm schon fast. Sie huldigen mir? Er gestattet ihnen nicht, in seine Fabrik zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neue Maschine speziell ausgebildet worden seien. Und das ist unverantwortlich. Nein, skrupellos wäre, solch wertvolle Leben wie die es hier, er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Okay, Bestätigung, wir sind der Besitzer der Fabrik. Mandos. Und wir haben anscheinend unser Gehirn vergessen, weil irgendwie ansonsten müssten wir das auch wissen. Mal wieder Amnesie. Ha, Amnesia. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts einer solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus, an das er oft gefesselt ist, eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Wir sind in London, cool. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung an die Armen, die sich in Dankbarkeit um sein Königreich versammeln. Wir sind ein König? Königreich? Was? Nein, aber der Punkt ist, wir sind ein großer Typ, anscheinend, und sind der Leiter der Fabrik. Und wir haben anscheinend ein paar Probleme damit, dass unsere Frau bei der Geburt. Das ist ja immer noch nur. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity. One of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Das war's? Okay. Wo war ich gerade stehen geblieben bei, dass wir, genau, wir haben ein kleines Problem damit, dass unsere Frau, das ist meine Interpretation von dem, was wir gesehen und gehört haben, bei der Geburt unserer Zwillinge gestorben ist. Ich meine, sie hat die erste rausgebracht, also den ersten, wir haben ja zwei Söhne. Hat den ersten rausgebracht und den zweiten konnte sie sich nicht mehr mit angucken und zwischen ihren Beinen verlief Blut. Also ich nehme wirklich an, sie ist bei der Geburt der beiden gestorben. Das ist meine Interpretation, ob das werden wir vielleicht noch erfahren. Genauer erfahren. Ist bei der Geburt gestorben und damit kommen wir anscheinend nicht ganz klar. Aha.
Seit wann hängen in der Kirche Bilder? Also in der Kirche gibt es immer Fenster mit Mosaik und was weiß ich nicht was, aber Bilder? Ich hab, also, ich kann mich gerade komplett täuschen, aber ich war schon oft in der Kirche und ich kann mich nicht entsinnen, in der Kirche Bilder gesehen zu haben. Also zumindest in den Kirchen, in denen ich war. Und ich war in mehreren Kirchen. Aber nein, ich bin nicht besonders gläubig, um diese Frage jetzt vorab zu nehmen. Nicht mehr. Und vor allen Dingen nicht gläubig an Schweine. Oh, heiliger Schweinegott. Genau, das sieht so aus wie diese Karaffen, diese Schwenkdinger, die Messdiener immer dabei haben. Moment, wie heißen die denn? Hier, die Weihrauch, diese Weihrauchdinger. Oh, heiliges Schwein. Wir werden dich mit Weihrauch... Okay, lassen wir das. Was haben wir hier? Ein Buch. Schön. Schönes Buch. Was haben wir hier? Links haben wir... Nicht ernsthaft eine Abbildung der Maschine, oder? Wir haben tatsächlich in der Kirche eine Abbildung von... Ja, das ist die heilige Maria und das ist die heilige Maschine. Und hier haben wir eine heilige Katze. Irgendwas mit Katzen, Bärenohren, Katzenohren. Mit irgendeinem... Mit einem Herz in der... Mit einem... Ich hätte gerne ein Fernglas. Ist das ein Herz? Mich verarschen? Kann man irgendwie zoomen? Nein? Zoom? Zoom! Der, das ist das Herz des Schweins. Aha! Hier sehe ich das Schwein erst. Der hat das Herz dem Schwein entnommen. Was ist denn für eine Kirche? Ich glaube, es hackt. Und da nochmal die Maschine. Okay. Psycho-Kirche? Scientology sagt Hallo. Hm, gut. Okay. Hier kommen wir rein. Ist dahinter ein Schwein? Nein, schade. Tuff. Tschab. Hallo? Okay. Haben wir eine Nachricht? In St. Dustin. Ich erinnere mich, wie saßen hier ganz in Schwarz und wir trauerten und die... Oh, wir fangen noch von neu an, Moment. Ich erinnere mich, wir saßen hier ganz in Schwarz und wir trauerten und wir beteten und wir senkten unsere Häupter. Oh, wie ich Gott damals hasste, wie ich ihm verschmähte. Wenn dies unser Herr ist, dieses Schwein, das mir meine Frau gestohlen hat, dann fechte ihm seine Liebe, ich seine Liebe an. Ich werde für uns alle einen neuen Gott schaffen. Welch Wahnsinn, was für ein Narr ich gewesen bin. Hätte ich solch blasphemische Delirien in mir bewahrt. Ich wäre dem Untergang geweiht. Doch selbst hier fühlte ich die Maschine unter den Steinpflastern hämmern und ich weiß, dass mein Weg auf mich wartet. Wir wollen einen eigenen Gott. Seriously? Hallo? Also wir haben ein Fach, was nicht aufgeht. Wir haben einen Hebel, der nicht aufgeht. Dann nicht. Dann haben wir anscheinend noch irgendwas übersehen. Oder ich bin doof. Das ist das erste Mal, dass ich gerade kurz überfragt bin. Haben wir gleich. Moment, was? Ist das ein Schweinemensch? Ich meine, ich sehe nur den. Also, ich würde Schweinenase, Schweineohren. Den Rest des Kopfes sehe ich ein bisschen menschlich an. Weil es ist irgendwie kein komplettes Schwein, oder doch? Es ist auf jeden Fall sehr... Ja, lassen wir das. Tut's gut, auf Kerzen zu stehen, oder? Oh, geht, ne? Ja, gleiches, okay. Jetzt suche ich hier nach... Nee, nicht nach der Bibel. Wer braucht die Bibel schon? Ich suche hier in diesen Gängen nach irgendwas. Oder nee, wir brauchen ja einen Schalter. Moment mal. Wir brauchen irgendeinen Schalter oder irgendeinen Weg. Oder irgendeinen... Wir brauchen was. Das Bild. Das einzige Bild in dieser gesamten Kirche. Lasset mich dich abnehmen. Nö. Okay. Schade. Hätte klappen können. Wo haben die eigentlich ihr Weihwasser? So, das ist der einzige Raum, abgesehen von dem Flur, der existiert. Das heißt, dann müsste es ja, wenn dann, hier was geben. Moment. Ernsthaft? Das ist traurig, Leute.
Das ist wirklich traurig. Man kann nichts anheben, außer das, was man braucht. Und auf einmal wird ein Item, was... Ein Item, was hier tausendmal rumliegt, auf einmal kann man das aufheben. Auf einmal kann man das aufheben. Das heißt, wir werden das brauchen. Ich weiß noch nicht, wofür. Das ist wirklich traurig. Habt ihr nur aus diesem Grund wirklich alle Items deaktiviert, die man aufheben kann? Ernsthaft? Ist nicht euer Ernst. Bitte sagt mir, das ist nicht euer Ernst. Ist das hier? Ups, Entschuldigung. Ich muss... Leck mich. Hallo? Danke. Irgendwo wird nur eine Kerze brennen. Oder so. Da brennt. Da brennt nicht, da brennt aber auch nicht. Weitere Kerzen gibt es hier nicht. Oder muss ich die irgendwo direkt im Raum irgendwo aktivieren? Irgendwas muss ich mit dieser Kerze tun. Und ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, was. Zeig mir den Weg, Kerze. Zeig mir den Weg. Zeig. Wow, ist das creepy. Draußen ist ein LKW, der gerade rückwärts fährt mit diesem Piep, Piep, Piep. Gibt's nicht so ein kirchliches Lied? Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg. Das doch, gibt es, ne? Ja, ich glaube schon. Ich erinnere mich gerade an irgendwelche Lieder, Kirchenlieder. Dieses Kirchenfieber hier tut mir nicht gut. So, Moment. Moment. Kann ich das Spiel buggen? Das haben sie leider auch weggemacht, dass man Kisten... Das tut mir auch leid, dass man Kisten nicht mehr stapeln kann. Also halt irgendwie sich an Orte... Kann man hier irgendwie was drehen? Wie denn? Ja, der Punkt. Ich suche irgendwie eine Stelle. Ich bin... Ich meine, die hängt hier überall an den Wänden. Aber ich hänge dich jetzt mal hier irgendwo an die Wand. Oh ja, genau. Ich sollte aufpassen, dass ich sie nicht wegbagge. Kann ich hier irgendwie was drehen? Drehen. Es muss was für diese... Ja, okay. Hat sich erledigt, mein Freund. Wie rum, so rum. Okay, Moment. Habe ich gleich. Perfekt. So. Ander. Leck mich. So, was haben wir hier? Aha, das hat klack gemacht. Was hast du zu sagen, mein Freund? Was hast du zu sagen? Fürchterliche Maschine. Der Motor startet, die Flammen werden geschürt. In den Wänden kann ich Dampf hören und die Luft selbst vibriert. Mein Herz kommt ins Stocken, da ich den Hebel ziehen und die Mechanismen in diesen düsteren Parts freilegen werde. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Du hast Angst vor deiner eigenen Maschine? Okay. Okay, das ist creepy und interessant. Und wir haben wieder was Neues. Ein Höllenportal. Ich habe anscheinend keine andere Wahl und so steige ich hinab. Wer versteckt sowas in der Kirche? Gott möge meiner Seele gnädig sein und wenn dies meine Irrenanstalt ist und ich den Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Wohle meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die unterhalb des Altars liegen. Vor allen Dingen... Wo ist der Altar? Ach, der ist zurückgeschoben. Ach so. Oh, okay. Dann gehen wir mal in die Abstufungen des... Abstufe, ne? Wer bitte? Irk. Die Szene mag ich jetzt gar nicht. Und deswegen machen wir kurz Schluss. Weil die wird jetzt wahrscheinlich etwas länger werden und wir sind mit der Zeit um. Kann ich eine Kiste aufmachen? Die Kisten konnte man im Dix. Oh, das ist fies.
Das ist fies. Gut, wir machen im nächsten Part weiter. Bis dahin, viel Spaß mit Videos, euer Hedi.